Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Wild Arms. Unsere Truppe ist vereint, wir sind gerüstet. Wir wissen, wie man kämpft. Ding Phase 1. Man sollte wissen, wie man sollte die Sachen ausrüsten. Hammergeile Dinge. Hier, warte, der Typ ist wieder da oben, den hauen wir jetzt wieder runter. Ich weiß nicht, ob der uns erst die Erlaubnis geben muss. Oh, ist ja wieder runtergefallen auf seine dicken Backen. Zusammen können ihr drei das Siegel wahrscheinlich aufbrechen. Jenseits des Zimmers mit der unheimlichen Dämonenstatue findet man. Wenn ihr drei zusammenarbeitet, sollte das schon klappen. Ihr schafft das bestimmt. Wenn man nur daran glaubt, kann man sogar das Fliegen lernen. Wieso hört ihr aber im einen mit der Dämonen-Ding mitten im Satz auf? Mensch, du, mich so zu stoßen war gefährlich. Naja, eigentlich habe ich schon mal gemacht. Aber okay. Alter, warte. Au. Komm ich da oben rauf? Natürlich, du musst den ganzen Drecks wegen nochmal latschen. Fuck. So. Ah, mit Stadt kann ich wechseln. Konnte ich das vorher schon? Fuck. Na gut. Danke, dass du uns gerettet hast. Wir bewundern deinen Mut. Ich hab noch nichts gemacht, Alter. Wenn, dann müssen wir schon richtig aufräumen. Wo kommen die denn hin, wenn ich keinen Zwang mehr hab? Au. So da. Bomberman. Oh oh. Oh, mehr kann ich nicht. Voll langweilig. Sind wir hier drin? Oh, Gegner. Yeah, unser erster Gegner, Alter, nachdem wir jetzt zu dritt sind. Ja, scheiße, übertreibt's halt gleich, oder? Ab hier los. Rattenaffe. Scheiße, was ist ein Rattenaffe? Warte mal. Cecilia. Flame. Oh, das war so klar, dass die wieder alle bloß auf sie gehen, ey. Der ist tot. Wow, der hält ja nichts aus, ey. Ey, das soll jetzt ein Witz sein oder so? Ja, okay, wenigstens einer geht auf den anderen. Ich glaube, ich muss dann mal schauen, ob ich die irgendwie... irgendwie wegtun kann. Also eine Reihe hintersetzen oder so. Weil die gehen alle nur auf sie? Alter, aber 38 Fahrt und 68 Geller, ey, was geht da? Verteidigen. Reserve. Manuell ausgewogen. Achso, manuell ist. Ja, okay, jetzt komme ich mit. Kann ich ein eigenes Symbol malen? Alles klar, das ist ja geil. Reset, Exit.
Okay, super Apfel. Ist sie auch Stärke? Nee, sie ist eigentlich scheiße in Stärke. Fit Apfel. Vitalität. Ja, machen wir die mal eins hoch. Mystik Apfel. Warte. Hexerei um einen Punkt erhöht. Zaubermörde haben wir auch bloß eins, sehe ich gerade, ne? Anordnen. Okay. Alter! Ey, dann Mistsack, ey. Man kann auch nicht weglaufen. Ich dachte, man kann wenigstens wegrennen. Okay, auf jeden Fall wissen wir, welche Dinger explodieren. Ich weiß gar nicht, warum ich weglaufe. Ah, shit. Die hauen dann mit Flame weg und dann geht's los. Jetzt, wenn wir zuerst rankommen, ist es gar nicht so schlimm, ey, weil dann schaffen wir die locker. Alter, das schaut aber auch wirklich aus wie so ein Rattenaffe, Alter, oder sowas. Gehirnschaden. Was für eine geile Übersetzung, Alter. Gehirnschaden. Und was macht das? Ich meine jetzt Gehirn gefickt. Wenn das Symbol immer auftaucht, habe ich kurz die Mikro ausgemacht, damit ich husten kann. Ich hoste gerne. Nein, Schmarr. Aber bevor ich hier euch voll ins Mikro huste, ey. Schnell auf den Rattenaffen, er darf sich nicht wehren. Rudy Jack. Oh wow, diese Silvia ist die einzige, die nicht aufsteigt. Diskriminierung. Okay, da kommen wir nicht weiter. Und wie schaut's auf der Seite aus? Da kommen wir... Ah, fuck. Die Encounters sind schon echt hoch teilweise. Das ist... Da muss ich zugeben, das finde ich in der heutigen Zeit schon teilweise echt hart, ey. Also, nee, damals fand ich es echt hart. In der heutigen Zeit finde ich es viel angenehmer. Der Angriff, Alter. Oh mein Gott, er wird mich schon wieder gehört vergewaltigt. Zieht das überhaupt was ab? Entweder kann man meine Gehirn vergewaltigen oder... Keine Ahnung. Oh mein Gott, er fickt mein Gehirn. Ja, da schaust du blöd, halt, der muss mich. Scheiße, da fällt mir ein, die Alte hat ja ihr Wasserwaffen mit ausgerüstet, ne? Jetzt ist das hier auch mal Stufe hoch. Sehr geil. Rune, Wasserrune. Magie. Das ist Sor. Keine Ahnung, was Sor ist. Sortieren? Ja, sie ist echt gut im Sortieren, ne? Geh weg! Fuck! Warum? Warum kann ich hier weglaufen? Das ist doch scheiße. Ist einfach bloß wieder dann das andere Ding. Okay. Das geht. Ah, fuck. Ich sag's dir, viel fuck kann das sein? Fuck. Der mit München. Yoda Flame. Das sind noch Hardcore-Animationen gewesen, Alter, mit dem Flammenangriff. Scheiße, ich kann da nicht aufhören zu lachen, Alter. Das ist auch schon zu hart, Alter. Wenn es mitten im Flug von Verrecken wäre.
Was? Du bist jetzt mit zwei Kämpfen nochmal der Ebene aufgestiegen. Alter, ich kann mich hier voll leveln, wenn ich will. Aber was heißt, wenn ich will, Alter? Das würde ich schon gerne machen. Warte mal, was hat das mir jetzt genützt? Eigentlich nix, oder? Ah! Warte. Aha! Wir haben eine verdammte Maus! Jetzt habt ihr es euch gegeben. Scheiße, jetzt müsst ihr erstmal wieder runterkommen. Ah, verdammt. Was wollt ihr, dreckiges Gewürm von mir? Weichet von mir. Oh. Ist das hier der Block bloß? Ich meine, die Dinger sind alle mit einem Schlag kaputt, also. Meine Magie wegen so kleinen Dinger verschwenden. Komm mal daher. Verdammt, die kleine Rollerkugel. Und einer läuft weg. Feige Sau! Schlagt auf den letzten ein! Wie wir es damals in der Schule gemacht haben, wenn einer am Boden liegt. Nein, Schmarre habe ich nie gemacht. Hoffe ich zumindest. Oder ich hab's vergessen. Alter, das ist 6 Erfahrungspunkte. Da kill ich lieber diese komischen Hütchen, die mitten am unterm Flügel verrecken sind. Diese Gewohnheit wegzugehen davon. Ah, fuck. Meine Truhe! 130 Geller erhalten. War eigentlich oben noch irgendwas? Scheiße. War da oben eine Tür? Nein, ich bin überhaupt nicht verpeilt. Was zur Hölle seid denn ihr? Oh oh. 15. Wow. Oh. Rudi? Ja, aber Hauptsache, du kannst noch angreifen, Dennis. Ich spüre den Zorn meiner Flamme. Schaut aus irgendwie so wie so ein Vieh aus Resident Evil oder so. Wisst ihr schon, wie die scheiß Wimmel heißen? Hab ich vergessen. Ist auch egal. Ich glaube, oben war nur zum Außen rumlaufen. Nein, da war wirklich eine Tür, geil. Speichern? Du wirst mir jetzt aber nicht erzählen, dass ich schon durch den verdammten Dungeon bin, oder? So, Heilbeeren haben wir genug. Zack, zack, zack. Los geht's. Oh. Jetzt bin ich enttäuscht. Natürlich kommt noch irgendein dämliches Vieh davor. Yoda Flame! Ich kann mir jetzt darauf abgewöhnen. Dämliches kleines Affenvieh. Alter, es zieht halt immer noch 55 ab, ne? Ihr kleinen Messkerle, Alter. Wie wenn ihr wüsstet, was ihr macht, ey. Wahrscheinlich haben sie bei den ganzen Gegnern eingegeben, im Zweifelsfall die Marke dann angreifen. Sieht voll strange aus, die Viecher, Alter. Schaut irgendwie aus wie so ein Alien, Alter. In der Vorstufe oder so. Sie sind das nicht mehr aufgeschrieben. Sehr gut. Finde ich exquisit. Was haben wir hier? Da ist die Tür. Oh shit, was geht da ab, Alter? So. Oh. Alter, ich bin ein Genie, Mann. Eine Zaubermöhre. Ja, war mir klar, nerv jetzt da drum.
Präventivschlag, yes. Aus, weg, ey. Sie sollen dafür büßen, dass es so hässlich sind. Vor allem, sie versuchen noch zu tanzen dabei, was? Geben Sie ihm, sie haben es verdient. Rattenaffe, Alter. Ey, natürlich darf das dreckige Vieh wieder vorher angreifen. Weißt du, es ist so hässlich, dass das Spiel Mitleid hat und es angreifen lässt. Wow, was ist los? Das heißt doch bestimmt, dass ich... wo bin ich jetzt? Verdammt! Kann man es eigentlich irgendwie schneller? Wahrscheinlich geändert, ne? Oh scheiße, wo kommt Nils her? Jetzt fangen sie an, neue Gegner auszupacken, oder was? Kiss mit einem Schlag, komm schon! Oh yeah! Oh shit! Flammenzunge. Oh. Oh oh. Oh. Cecilia dürfte den einen auch kalt machen. Bäm, Alter, mit dem Stock ins Gesicht, ey. Hört sich das für eine Prinzessin? War die eine Prinzessin? Ich glaube schon, oder? Das war auch ihre. Scheiße, wo ist man jetzt? Oh! Ein kleiner Knopf, soll ich ihn drücken? Ja. Ja, wow, als ob man nicht wüsste, was wir hier machen können. Ich bin gerade am Rätseln, hört auf, mir Monster zu schicken, ja. Ja, also. Scheiße, wie hat er das nur gemacht, Mann? Das ist doch fast unmöglich zu wissen. Das soll nämlich irgendwie an. Fuck, was war's? Sieht doch mal. Zauberkraft verschlossen. Ah. Oh, scheiße, nicht die. Zack. Zack. Weil der Check killt die von alleine. Oh. Ja, ist ja egal, da kloppen die anderen zwei auf den ein. Kill die dumme Schildkröten-Krokodil-Version. Dreckiges Monster. Ey, warte, ich hab gar nicht geschaut, wie das blöde Ding heißt. Der Check hat halt voll rein, ey. Ja, gut, dafür der Rudi die Knarre, ne? Der Rudi Karel. Nein, falsch. So. Alter, geil. 300 Geller erhalten. Ja, ihr werdet meinen Raun jedes Mal hören, wenn ich einen von diesen... Ja. Oh, ich kann noch einmal weglaufen. Oh. Okay, ich trinke mal was, weil das dauert jetzt ein bisschen. Aber willst du mich verarschen? Ich lauf weg. Und dann laufe ich selber weg.
Ja, komm, hau einfach drauf, Alter. Kick 6 Viecher einfach. Wow, 5. Meiner sieht mit einem Spezialschlag fast so viel ab, Alter. Nur ein bisschen mehr ab wie der Check alleine. Im normalen. Halt, warte. Wie viele Heilbeeren haben wir zu Geld? Müsstest du deine Reise aufnehmen? So, warte. Nein, nicht die verdammte Uhr. So, da werden wir jetzt wahrscheinlich irgendwas aktivieren können. Auf den Rücken des Teufels dunkle Flügel ein Geheimnis. Auf der anderen Seite der Tür schläft eine mächtige Kraft, die Gruft des ewigen Schlafes. Ja, es ist euer Scheiß ernst, Alter. Das ist ja im Prinzip nur das, was ich mir sowieso gesagt habe. Oh. Ja, das, was ich alleine rausgefunden habe, meine ich. Oh, ihr verdammten Ratten, Alter. Wo habt ihr noch einen komischen Riesen mit dem Hahn gelassen? Haben wir schon alle gegrillt? Alter, sogar diese Sinne kriegt einen mit einem Schlag kaputt. Vielleicht für die Mann, Alter. Und Erfahrungspunkte. Wow, ach. Scheiße, die bringen ja gar nichts. Dann bringt halt echt dieses riesige Monster eigentlich. Oh. Ich weiß, das Ding explodiert. Fit Apfel. Ist es mir wert? Was macht denn der nochmal? Stärke hoch, ne? Vitalität. Da können wir dann einfach durch diese Tür durch, wenn man da Ding hier. Ihr Ding benutzen, das ist wieder ihre Träne. Gut, was frage ich euch das? Ihr könnt mir schlecht beantworten, das probiere ich jetzt auch nicht. Oh, 5, Alter, leck mich fett, ey. Du hast es fast besiegt. Oh, ups. Kurz hin aufgepasst, kurz hin aufgepasst. Mein Fehler. Oh, mich kotzt es bloß an, dass ich jetzt so viel Energie verliere, ey. Um diese eine dämliche Tür zu öffnen. Schneller, lauf! Lauf, Forrest! Oh, Gott sei Dank ist es wirklich so. Der hat 8 verloren. Die hat 25 verloren. Ja, komm, Alter, hauen wir drauf, oder? Wobei, warte. Eine Möhre haben wir noch rein. Oh oh. Oh mein Gott, es ist ein Hero Turtle. Rudi. Handgranate, hau rein. Was ist der Check? Psychoschlag. Und Flame. Zieht er mehr ab, oder? 84. Einmal volle Pulle drauf, ey. Wahrscheinlich nix, oder? Okay, passt. Handgranate. Den kannst du angreifen, finde ich gut. Boah, scheiße, das Ding sind 84 ab. Oh, ich hab keine Kugeln mehr. Ups. Oh, hab ich jetzt Kugeln? Verdammt, der muss halt echt nachladen erst. Alter, 84, musst du mich verarschen.
Ich bin gespannt, was das Drecksding aushält, ey. Der Ruby zieht am meisten, aber der hat halt auch eine 15%ige Chance, daneben zu treffen. Munition benutzt. Charge up. EM Lace, oh oh. Alter! Fuck, Alter. Hier eigentlich Beschleuniger. Ja. Die Cecilia zieht genug ab. Machen wir das so? Machen wir einfach so. Hau drauf, Alter. Wir halten eine Halbwerte eigentlich. Alter, komplett voll. Ich glaube, die halten entweder 300, 200 oder 500. Weh, du schießt daneben. Oh Gott sei Dank. Ich glaube, der Typ hat ein Problem mit dem Rudi, Alter. So, check. Du ziehst eigentlich am wenigsten ab, ne? Halbwerte. Auf die Cecilia. Ja. Auf Cecilia, los, Flame, Alter, voll drauf. Ich muss mal schauen, ob die mit Heilung alle treffen können. Weh, du schießt daneben, Penner. Ey, der hat echt ein Problem mit dem Rudi, Alter. Jackie Boy, Heidelbeere. Cecilia, weiter drauf. Oh shit! Sieht der das Ding weniger? Ne, das ist nie ab wie ein Ding. Ich bin mir gerade unsicher. Komm, jetzt macht's endlich kalt jetzt hier. Condition Green. Rudi, zack. Jack, zack. Zack. Alle drauf, voll Sturm. Die werden auch mit jeder Runde stärker, wenn sie diese eine Leiste, glaube ich, voll haben. Ja komm schon, Alter, wie verhält denn das Ding auch so? Oh oh. That's a fucking problem. Okay, das heißt, du haust weiter eine Handgranate drauf, check. Halt sich selber. Cecilia, halt sich selber. Warte mal, wir wollten ja was ausprobieren. Hier. Ach, scheiße. Jetzt sieht schon verdammt viel ab, ne? Komm, kill ihn, Alter. Merken, dass die Halbbären umsonst waren. Okay, doch, ne. Alter, das ist das scheiß Ernst. Okay. Rudi, Handgranate. Jack, Halbbeere. Cecilia, Flame. Ansonsten müssen wir irgendwann mit der Cecilia umswitchen auf Heilung, wenn die Halbbären nicht mehr reichen. Yes, Mann! Dreckiges Turtles, keine Ahnung. Schaut aus wie ein Triceratops mit einem Turtle. Turtle, sag ich schon. Schildpanzer. Rudi eine Ebene, Jack eine Ebene, Cecilia eine Ebene, 320 Geld erhalten. Na. Wir haben's getan. Zaubermörder. Halbwerte. So, und jetzt erfahren wir, um was es wirklich geht in dem Spiel. Check, was? Das ist der Golem.
Derselbe Golem, von dem in der Legende die Rede ist. Wahrscheinlich. In aller Zeit, als Filgalia von Wäldern umgeben war, sagte man, dass es 8 Waffen der alten Riesen gebe. Sie wurden an einem geheimen Ort weggeschlossen, nachdem sie die Welt fast zerstörten. Einige Waffen wurden in diesem Gebiet in Ruinen gefunden. Ich hatte keine Ahnung, dass in der Nähe von Adelhöhl ein Golem versteckt war. Ich frage mich, ob die Kraft in dieser Gruft eine andere ist, als die Kraft, nach der ich so lange gesucht habe. Die Kraft, die wir spüren, ist wahrscheinlich der Golem. Mann, wie soll ich denn das verwenden? Es ist ja riesig, ich kann es kaum hochheben. Kaum? Er ist verrückt. Bringen wir es hinter uns, hier ist nichts Interessantes. Wir müssen der Professorin über den Golem Bescheid sagen.